Hallo und ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie man Node-RED auf der Synology im Docker installiert. Um das zu tun, braucht ihr auf eurer Synology das Docker-Modul. Das findet ihr hier im Paketzentrum. Einfach Docker angeben und dann ist es dort. Hier müsst ihr installieren. Ich habe es jetzt schon installiert. Und ja, wenn ihr das öffnet, dann sieht es so aus. Es startet hier mit einer Übersicht, wo ihr eure CPU-Auslastung, eure Speicherauslastung seht. Ihr habt hier die Möglichkeit, noch DSMs im Docker zu installieren. Und als nächstes gehen wir direkt hier auf die Registrierung. Dort suchen wir dann den Begriff Node-RED. Und finden dann hier ein Node-RED-Docker. Mit Doppelklick wird es übernommen und hier im Abbildreiter runtergeladen. Das sind so knapp 950 MB. Das dauert eine Zeit, bis er das lädt. Man sieht dann hier so eine schöne Animation. Ja, was heißt schöne Animation? Man sieht hier eine Animation, wie er das da runterlädt. Also man kann es auch wirklich nur erkennen, indem hier dieses Blau dann so von unten nach oben aufsteigt. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil mir das erst gar nicht aufgefallen ist und ich dachte, ja, warum geht's denn jetzt nicht? Ja, wenn das runtergeladen ist, dann brauchen wir hier nur einen Doppelklick drauf machen und starten dann direkt in die Installation. Hier brauchen wir eigentlich fast nichts einstellen, einfach nur hier in die erweiterten Einstellungen gehen und unter Netzwerk ist es wichtig zu sagen, hier einen Haken zu setzen, dieselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden und ja, dann war es das schon, dann gehen wir mit weiter, kriegen wir noch eine Zusammenfassung und übernehmen das Ganze und dann wird Node-RED auch schon installiert. Node-RED befindet sich dann hier unter den aktiven Containern und wurde auch sofort gestartet, so wie wir das da wollten, und steht jetzt zur Verfügung unter der IP-Adresse eurer Synology und dem Port 1880. Und das war's. Dann habt ihr hier Node-RED installiert. Was jetzt noch fehlt ist, wenn wir hier mal so durchscrollen, wir haben hier noch keine Home Assistant Komponenten. Um die Home Assistant Komponenten hier oder Knoten, wie sie in Node-RED heißen, hier hinzuzufügen, müssen wir hier oben rechts auf das Menü klicken und dann auf Palette verwalten. Dort sehen wir hier erstmal alle Knoten, die installiert sind und können hier auf Installieren klicken und tippen dort Home Assistant ein. Und dort finden wir hier Node-RED Home Assistant für WebSocket. Das installieren wir einmal. So, wir bekommen hier eine Fertigmeldung, was alles installiert wurde. Und wir sehen hier, wenn wir das Ganze mal aufklappen, hier haben wir 13 Knoten und die für Server ist noch so ein bisschen hell. So, das liegt daran, wir haben jetzt hier zwar im unteren Bereich schon alles zur Verfügung, aber wir müssen den Container noch einmal neu starten, damit wir diese Server-Funktionalität kriegen. Das heißt, wir klicken hier auf unsere Synology, das markieren wir das einmal und sagen Aktion Neustart. Dann startet der einmal durch. So, läuft jetzt wieder. Hier machen wir auch einmal einen Refresh. So, jetzt haben wir das neu gestartet und jetzt ziehen wir uns einmal hier irgend so ein Event State hier rein und wollen das mal konfigurieren. Und da steht hier, fehlt halt noch der Server. Das heißt, wir klicken hier einmal auf
den Bleistift. So, und jetzt kann man als Hass.io-Nutzer in eine Falle laufen, denn wir dürfen jetzt nicht hier anklicken, I use Hass.io, weil diese Funktion zieht wirklich nur, wenn ihr das Ganze in einer Hass.io-Installation verwendet. Das machen wir jetzt nicht. Wir müssen hier die URL-Based Connection verwenden und dafür muss man hier die Adresse zu seinem Home Assistant hier eintragen. Das ist im besten Fall, wenn ihr eine lokale Installation habt, also für euer lokales Netzwerk, ist es das, was hier drin steht, http://hass.io.local:8123. In meinem Fall ist die Adresse etwas anders, weil ich DuckDNS verwende hier und dann muss man halt hier diese DuckDNS-Adresse eingeben. Und was wir dann noch brauchen, ist hier ein Langzeit-Token. Das Langzeit-Token, das bekommt ihr, wenn ihr hier in euren Home Assistant auf euren Benutzer hier oben klickt, nach ganz unten scrollt. Und hier ist noch so ein alter Node-RED-Token, den ich vorher verwendet habe. Und dann hier auf Token erstellen geht. Dann gebt ihr dem Ganzen einen Namen. Node-RED. Klickt OK. Dann müsst ihr den Token kopieren. Und hier eingeben. Und ja, dann auf Hinzufügen klicken und ja, dann bekommt ihr eventuell hier eine Fehlermeldung. Das hatte ich auch schon mal. Was geholfen hat, war ein Neustart. Das probieren wir jetzt gemeinsam nochmal aus. Wir starten jetzt hier nochmal neu. Zack, das war's. Machen wir hier einen Refresh. Und ziehen so ein Event hier nochmal rein. Das ist nicht geholfen. Okay, wir haben hier Connection. Und haben hier jetzt auch die Verbindung. So, also der Trick war, hier auf Fertigstellen und auf Implementieren zu klicken, damit er das auch tatsächlich speichert. Und ja, dann habe ich hier den Zugriff auf alle meine Entities. Zum Beispiel alle Switche aus der Liste, na, komm schon, zum Beispiel hier die Switche und die Gruppen und alles, was ich hier brauche. So, das war's schon. Kurzes Video halt, verbinden, also Installation von Node-RED auf eine Synology NAS und das Verbinden mit eurem Home Assistant, was bei mir auch auf einem Raspberry Pi läuft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal.